Das können wir irgendwo schön auf dem Hof stellen. Okay, uhrzeittechnisch 13 Uhr. Ha. Passen wir hier durch? Ja. Okay, Höhle Kupfer, Fragezeichen. Ich würde sagen, yo, machen wir mal. Weil wir werden noch mehr Kupfer brauchen, leider Gottes. So. Die Hühnerstatue finde ich mega dope. Mal gucken, wo wir die hinstellen. Vielleicht sogar ins Haus. Ich weiß noch nicht. Vielleicht auf dem Hof, vielleicht ins Haus. 10, danke. So. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Kupfer hier rausziehen heute. Einfach nur auf entspannt so ein bisschen. Komm her. Tschüss, rest in peace. So. Ein klein wie. Oh, schön, ein Erdkristall. So, die nehmen wir ja auch immer mit. Lieben gerne. Okay. Ja. Suchen wir mal einen Ausgang. So. Diesmal achte ich auch auf die Uhrzeit. Kein Bock wieder zu riskieren, irgendwie. So. Typisch Mensch, alles zertöten auf seinem Weg. So. Okay. Kein Kupfer. Komm mal her, Maulwurf. Dann suchen wir halt einen Ausgang. Warte mal. Oh, nice, ein Erdkristall. Ich sag, warte mal, weil letztes Mal waren die irgendwie immer hier oben irgendwo angesiedelt. Vielleicht ist das auch eine Art Muster oder so. Ich glaube aber nicht. Nee. So viel zu der Theorie. Aber Versuch war es wert. Versuch war es ja wert. So, so, so. Kleine Kirschbombe. Oh, noch ein Erdkristall. Das gefällt mir immer sehr gut. Weil ihr wisst, eine Zeit lang wollte ich die ja immer unbedingt haben. Und da hatten wir einen gewissen Mangel. Will ich mal so sagen. Geil. Liegt hier oben Kupfer. Ansonsten, ja, der dicke Stein, den hole ich mir auch. Schleim, ich will dich nicht töten müssen. Genauso wie den kleinen blauen Käfer. Allerdings liegt der kleine Schleim da oben auch ein bisschen drauf an, ne? Ach komm, wir gehen einen runter. 17:30 in-game. Bevor jetzt irgendwie wieder Stimmen laut werden, so... Franke, du wolltest auf die Uhrzeit achten! Deshalb schön auf die Uhr achten. So. Den dicken. Den holen wir uns natürlich. So. Ausgang suchen. Nö. Spiel so. Du willst einen Ausgang? Nö. Na komm, gib uns eine Leiter. Danke. Ah, da kommt schon so eine Mistfliege wieder angeflogen. Piss dich. Okay, direkt eine Leiter ist schon mal schön. Da, oh, ein Erdkristall. Da kriege ich mal einen halben Orgi, ne? Wenn ich so ein Erdkristall sehe, du. Gleiches Recht für alle. Er greift mich an, ich greife ihn an. Steine. Das ist ja alles schön, 1920 in-game. Aber gibt es hier auch Kupfer?
Geile Firma, Kopf Air. So, gucken wir hier nochmal schnell mit unserem Hals rein. Oh. Ah, direkt eine Leiter, sehr schön. Topin. Nee, ich glaube, hier ist nichts mit Kupfer, oder? Die können wir nochmal mitnehmen, die Kisten. So. Runter nochmal kurz gucken, 2040 in-game. Vielleicht finden wir ja noch eben was schnell, ansonsten sind wir hier gleich raus. Ja, wir sind hier gleich sowas von raus. Das nehme ich noch schnell mit. Piss dich. Okay, gut, da ist auch noch eine Leiter. Heißt, das Kupfer kann ich mir auch noch schnell holen. Jetzt haben wir sogar noch eine Leiter, sehr schön. So, 21:30 in-game. Mann, verpiss dich. Du dich auch. Hier noch Kupfer? Nee, gut, dann ciao. Dann gehen wir auch komplett raus aus der Höhle. Ein bisschen was haben wir gefunden, reicht uns. So. Na, Pegasus, alles fruchtig, Brudi. Wir haben eine Hühnerstatue. Einen sogenannten Hühnergott. Hahaha, ne, ein Hühnergott ist es ja nicht. Für alle, die nicht wissen, was ein Hühnergott ist, das ist ein Steinchen mit einem Loch drin. Ja. Wir Leute von der Ostseeküste kennen das natürlich, unter anderem von Rügen. Genau, die Gatter wollen wir ja auflassen. Hier war ja nur Mayo drin. Die zweite Ladung, die holen wir auch noch mal kurz raus. Ja, KFC, schlaf weiter. So. Okay. Warte mal. Direkt. Bup. Ja, das sieht schon besser aus. Aber ich will die Scheiße voll haben. Komplett voll haben. Alleine schon aus Sicherheitsgründen. So, danke euch für euer super Käse, der nur durch eure super Milch möglich wird. Guck mal hier. Na, einsammeln, Kollege. So. Warte mal. Irgendwie ist mir das hier gerade ein Dorn im Auge. Oh, das ist nur Erde. Da waren ja die Würmer. So. Keine Ahnung warum. Weg damit und gut ist. So, Mayonnaise. Den. Falsche Kiste. Auch falsche Kiste, so. Den Hühnergott würde ich jetzt erstmal hier reinpacken. Die Hühnerstatue. So. Weil ich weiß noch nicht, wo. Wahrscheinlich kommt die tatsächlich ins Haus. Vielleicht aber auch nachher irgendwo auf dem Hof. Werden wir sehen. Okay, warte. Die alte Kackkrabbe hier, die kann ich auch verkaufen. Das ist ein Artefakt, was wir schon kennen. Weg damit. So, der Rest vom Schützenfest wird schön eingepflegt hier. So. Dann haben wir das, genau, ich wollte sagen. Oh, warte, Schleim. Hatte ich gerade übersehen. Schleim. So, dann Küpferle. Das sieht so gut aus mit Kupfer, ne? Freut mich. Küpferle. Die Dinger sind auch hier drin. Jawohl, Kohle sowieso. Das ist drin, das ist drin. Käse kommt gleich schön in die Reifefässer. Wobei, warte mal, ich sollte eventuell gleich noch eine Kiste bauen. Ich habe da eine Idee. Die kommen hier rein. Die Scheiße kommt hier rein. So,
So, der Rest, Kühlschrank und reife Fässer. Aber bevor wir das tun, zwacke ich mir hier nochmal 50 Holz ab eben und mache nochmal eine Kiste. So. Mach nochmal eben eine Kiste ready. Die kommt aber schön in den Keller. Die Kiste. Weil überschüssiger Käse und so, den würde ich dann halt hier ansammeln. Ja, erstmal ein schönes Plätzchen dafür finden. Hier vielleicht. Ja, das ist gut. Weil da kann dann der Käse, der zu viel ist, der kann da rein. Okay, wir können noch am nächsten Tag einen Käse reinpacken. Ich glaube, ich mache auch noch weitere reife Fässer. Hierhin. Aber erstmal nicht. Aber wird wahrscheinlich passieren. Das sieht so gut aus. Ich liebe es. So. Ein nur Ingame, ist ja alles schön. Da eben kurz die Sachen in den Kühlschrank. Und dann ab in die Federn. Ja, den nächsten Stall will ich nicht anfangen, bevor das Silo nicht voll ist. Irgendwie. Da wirst du halt paranoid. So. Gut. Eben kurz einmal den Hals hier reinhalten. Die Tiere strömen ja eh raus zum Fressen und so. Also alles gut. Ja, Pegasus lasse ich jetzt da oben. Ist schied egal. So, Salzwasser. Moin. 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 So. Sehr schön. Strömen alle raus. Moinsen, ihr beiden. Die sind halt gemütlich. Die wollen halt noch nicht raus. Müssen sie auch nicht. Ich finde, keiner sollte gezwungen werden, irgendwie rauszugehen. Weder Tier noch Mensch. So. Hallo? Sehr schön, danke. Wie gesagt, die Tiere, die wir erwischen, die erwischen wir. Scheint ja nicht so wild zu sein. Und im Winter knuddeln wir die halt classic. So. Hallo. Nein, 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 nicht weglaufen. Ja. Okay, dass wir den Gatter auflassen, ist eine gute Sache. Weil, wie gesagt, wenn die Tiere dann wirklich nicht grummelig werden und dann halt draußen fressen, anstatt ans Silo zu gehen. Na, siehste. So, wie viele haben wir da jetzt? 9. Sehr gut. Ja. Auch fast voll der Stall jetzt. Sehr gut. So. Hier noch rein. Sehr schön.
sehr, sehr geil. So gefällt mir das. So, eben Material wegpacken. Lasst mich durch, very important person und so. Ne, verkaufen ja noch nicht, so. Feder. Warte mal, wir können eigentlich schon wieder locker flockig. Nochmal Mayo machen. Wie gesagt, sobald der untere Stall voll ist, werden die Void-Eier auch direkt immer da reingeballert. Ja, die anderen werden dann ja auch gleich fertig sein. Genau, wollte ich gerade sagen, kann ja dann nicht mehr so lange dauern. So, deshalb ballern wir hier mal... Nein. Immer noch nein. So, die Eier rein. Und direkt wieder verhökern. Und ja, ich investiere jetzt Geld relativ radikal in Fressen. Ich glaube, wenn die alte da ist, kaufe ich heute nochmal wieder was. Die alte klingt immer so abwertend, aber sie hat sich's auch mit mir schon des Öfteren verscherzt. Muss man halt auch mal dazu sagen. So, hier ist wieder Holz. Sehr schön. Das sieht schon mal gut aus hier. Eben nur gucken, ob die Reihen frei sind und ob da irgendwie was dazwischen versucht zu wuchern. Ja, hier. Und das soll nicht. So. Genauso wie das hier. So. Jetzt aber runter zu Mani, wenn sie denn da ist. Direkt wieder Fressen kaufen. Will den Speicher voll haben, weil... Ansonsten sehe ich schwarz, wenn wir jetzt auch noch irgendwie Ziegen holen. Wenn sie denn da ist. Ja gut, dann halt nicht. Dann holen wir uns schnell das Hartholz. Holen wir uns schnell das Hartholz. Kupferreise heute würde ich sagen, nee. Es sei denn, wir bauen irgendwas. Aber ich glaube, die nächsten Sachen, die ich bauen möchte, dafür brauche ich ja, diverse Harze und so. Und da wuchern ja gerade die Bäume für. Allerdings könnten wir die Spitzhacke dann auch nochmal wieder abgeben, um die nochmal weiter auszubauen. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Holen wir uns eine goldene Spitzhacke. So. Tschüss, ihr Schleimis. Haut rein. Wir gehen jetzt erstmal kurz nach Hause. Und holen dann Goldbarren.